Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hunt Showdown. In dieser Folge mal wieder auch aus dem Twitch zu zweit mit mir und Dani. Und los geht's. Das ist ja das Spannende dran, ne? Das wäre mal ein bisschen... Weil sonst ist das Spiel ja zu einfach. Ne? Findest du? Ich hab's eh schon schwerer gemacht, weil ich ja bei mir das Fadenkreuz nicht hab, zum Beispiel. Ja, Gott sei Dank. Ja, nur ein Noobspiel mit Fadenkreuz. Ja... Stimmt, ja. Ich kann bei meinem Monitor sogar, sagen wir mal, du hättest ein Spiel, was gar kein Fadenkreuz von Haus aus hat, dann kannst du dir im Zentrum des Monitors eins einblenden lassen. Ja. Ach, das ist ja interessant. Eine Monitoreinstellung. Ja, da hast du eh schon hier einen Vorteil dann, weil das könntest du hier machen, weil das Fadenkreuz hier ist ja quasi kein wirkliches. Oh, Vogel. Naja. Aber ist mir jetzt zu blöd. Oh, das war nicht gut. Hätte auch ein Schuss gereicht. Geh mal links, oder? Ja. Okay, ich habe die Händeln aktiviert. So. Jetzt ist halt die Frage. War das schon wieder zu laut? Vermutlich. Ah, wir sind hier bei diesem Belagerungshaus. Ja, was ziemlich scheiße eigentlich ist. Geht mich gleich mal zum Hinweis. Bewegen sich die Bronze denn so komisch? Das weiß ich nicht. Es wirkt irgendwie etwas ungewöhnlich. Das ist nicht gut. Hast du gerade den Hinweis? Jetzt mache ich ihn. Gut, ist ausgegraut, gehen wir weiter. Ja, nach Süden theoretisch oder ja, aber auch nach Westen. Süden ist gut. Ash Creek Sägewehr, gibt's da noch irgendeine Versorgung? Ja, westlich davon. Stimmt, Versorgungsstation. Immerhin ist heute nicht Freitag, sonst hätten wir jetzt die ganze Zeit immer diese brennenden Welten. Weil freitags ist Steam auch zu 100%. Immer wieder freitags, oder wie? Freitags immer 100%. Und hier ist ein Hini. Mhm. Ja, aber nicht. Du müsstest ja sehen, ob der Heuchler da ist, wenn es rot wird. Hier läuft einer irgendwo. Aber warte mal, ich komme noch mal ein bisschen. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. Ja, stimmt, weil es hat gar nichts angezeigt wegen dem Heuchler. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ich begebe mich mal hier oben hin. Nee. Nee, der ist hier nicht. Hier ist ein Hini. Also hier sind zwei Hinis. Nee, da ist kein Heuchler. Nee, der ist nicht da tatsächlich. Wieso wird denn da dann geschossen? Wegen den Hinweisen vielleicht? Ja, aber wieso? Zufällig gleichzeitig hingekommen? Auf jeden Fall ist da was geschmissen worden. Ja. Ja, die genau da. Gegenseitig. Wir können natürlich auch direkt zum Heuchler gehen und einfach. Der müsste dann ja. Das wissen wir noch nicht, wo der ist. Nee, können wir nicht, Quatsch. Wissen wir ja gar nicht, wohin. Kannst auch weitläufig umlaufen. Ja. Und der läuft auf Metall da drin. Aber leider kein Fernrohr. Ja, es sind mindestens zwei Parteien, das ist ganz klar. Auch kein Fernrohr. Mhm. Wir könnten ja auch nur, lass uns den Ding holen, den Hinweis da unten. Wir es schaffen. Hier gäbe es eine Leiter bei mir. Ja, ich probier's mal. Also eigentlich können sie uns da unten nicht sehen. Normal nicht, ne, die Fenster, die sind alle blind.
Ja, dann gehen wir direkt zum Ding vielleicht. Oh, da ist ein Pferd im Westen irgendwo. Ja, der Schuss. Ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Da bist du das. Ne, jetzt bist du nicht. Scheiße. Du hörst Schritte? Nicht mehr. Jetzt wieder. Jetzt auch? Gerade nicht. Ja, wo denn? Eher links oder rechts von dir? Ja, eher im Südosten. Also eher... Ja gut, ja, sehe ich schon. Ja. Da sehe ich genau wieder nicht hin. Ah. Na gut, vielleicht hast du dich auch getäuscht. Weiß es nicht, wir können ja mal weitergehen. Nee, das waren schon Schritte, ganz sicher. Wieso ist der jetzt aktiv geworden? Ja. Nee. Hat mich getäuscht. Ich bin kurz vor dem Versorgungswagen. Unnötig. Hast du was geschmissen? Nein. Scheiße, scheiße. Okay, ich werde mit Dynamit beworfen. Dann ist der aber in der Nähe. Aus Norden. Aus Norden. Ja, natürlich. Oh Gott, das war's. Wo? Das war eine Sparks. Ja, ich bin tot. Wir schießen jetzt. Ja, komm. Ah. 78. Nee, kann nicht sein. 30 Meter. Also da oben habe ich einen gesehen. Ja, genau, der hat's da von oben. Über Miet geworfen. Wahrscheinlich. Ja. Da ist einer gelaufen. Wusste ich doch, dass ich ihn gehört habe. Gibt's ja nicht. Ja, wieder Schritte. Da, links war was. Links, da, ja, genau. Da. Der hat dich gesehen. Mhm. Kommt da. Wechsel. Schieß. Sehr gut. Hast du was zum Brennen dabei? Nee. Schade. War das nur einer? War das die überhaupt, die dich gekillt hat? Weiß ich nicht. Ich hab niemand. Achso, warte mal. Nein. Da hinten hat einer noch was geschmissen. Kannst dir gleich sagen, ob das der gleiche ist? Ah, der wird mir gerade nicht angezeigt. Scheiße. Ich hab was gesehen. Direkt vor dir, da unten beim Fluss. Da, da. Ah, nee, Quatsch. Don't run shit. Schade. Ich weiß eh, dass ich hier bin. Dass du die Leiche vermint hast. Mhm. Warte. Er ist gerade geschlichen. Aber der kommt doch hier nicht rauf.
Hatte der Sprengmunition, der den du erschossen hast? Das weiß ich nicht. Schleicht dort unten rum. Ja, links schleicht was, ja. Junge, da unten. Naja. Oh ja. Das war gut. Kannst du echt direkt reingehen und schauen, ob du den... Rechts, oder? Mhm. Es ist natürlich hinten der scheiß Ding, dass ich nichts höre. Ja. Panzerte, oder? Mhm. Jetzt ist er mal aus. Mhm. Das waren doch Dielen, die da geknarzt haben, oder? Mhm. Nicht? Ich werde mal ein bisschen auf Distanz gehen. Dass der nicht hinter dir ist? Ich dachte. Nee, nee. Oh nein, Träger. Mhm. Bronz. Jo. Ich geh einfach weiter. Ich tu so, wie wenn ich nicht zu dir gehöre. Mhm. Ist immer gut. Das schmerzfrei mit Ratioform. Da ist der Boss. Also irgendwo da hinten war er vorher. Ja, ja. Der kämmt doch deine Leiche ab, oder? Bestimmt. Die Frage ist halt, ob er seinen Kompagnon wieder belebt hat. Spätestens dann, wenn's Pfi macht, höre ich's. Ja, es sei denn, er entschärft. Das glaube ich fast nicht. Das sind nicht wirklich gut, die beiden. Hm. Nee. So.
Mehr Konzentration pur, würde ich aber hier gleich versteckt bleiben. Gehen wir da mal hin, oder? Ja, ich habe einen Balken. Nicht so optimal. Ja, hilft nichts. Ja. Oh, nur mal lieber vor. Die sind aber nah, die Schüsse. Mhm. Da ist einer. Ne, ist ein Zombie. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Boah. Da kommt so ein Zombie-Sepp am Boden. Irgendwo da. Ich würde sagen, wir weg. Wir wandern da ein bisschen links rüber. Das war ein bisschen laut. Draußen ist auf jeden Fall einer und drin. Ja. Ja, die ballern ja, wie das Zeug hält, du. Ja, du sagst es. Ich würde mich gerne in den Turm links außen reinbegeben, bloß der ist schon wieder so weit weg. Ah, gut, wenn du jetzt eh noch wenig Leben hast, kannst du ja dein Kundschafter-Tool verwenden. Einer ist gestorben. Kundschafter-Tool? Was ist das noch? Ach so. Den Käfer. Ah, den Vogel. Mhm. Moment halt. Warte, die geben 287. Erspähe deinen Feind, bevor er dich erspäht. Mit dem Vogel. Faktische Insekten. Ja. Nee, es ist ja kein Insekt, es ist ja ein Vogel, ne? Eben. Kaum ist man da, ist Ruhe. Ich weiß gar nicht, ob der so viel Reichweite hat. 150 Meter. Genau, also hier ist der Boss und hier sind Leute, so viel wissen wir schon mal. Weil es rot ist, oder? Ja, ja. Oh, jetzt. Ja. Reichweite reicht nicht so ganz, also ich komme nur so halb hin. Oh, hier ist ein Jäger auf der Palisade. Auf der Palisade ist ein Jäger. Jetzt sehe ich wieder genau nicht hin. Jetzt ist er in dem Turm. Dem links davon. Von dir aus gesehen nach rechts eher. Gut, dann kann ich da nicht hin. Ja genau, diesen Turm. Der Turm auf der Palisade. Und da guckt er aus dem Fenster raus. Zu uns? Jetzt nicht mehr. Zu uns oder wo? Nee, gerade nicht, nee. Der kämpft wen ab? Die Leiche wahrscheinlich. Vielleicht, ja. Oh, sind noch 17 Minuten. Fort? Oh, jetzt guckt da. Nee, der guckt ins Fort rein. Der rechte von den beiden Türmen, oder? Der linke hier halt, ne? Achso, ja, der rechte, ja, genau richtig. Ne, jetzt wurde er erschossen. So, weiter rechts. Ne, oh, hier sind zwei Mann. Ja, auf der Palisade. Also, ich hab's gehört. Hauspalisade sozusagen. Rechts ist das Fenster, hat gerade einer rausgelurrt. Jetzt links vom Haus, Achtung auf der Palisade. Ja, der kann mich hier nicht sehen. Okay. Hier läuft aber einer. Da sehe ich jetzt keinen. Ah, hier habe ich einen bewegen sehen. Ja, hier rechts auf der Palisade, ne? Ich habe im Haus einen gesehen. Achtung, jetzt guck da runter. Jetzt muss man schauen. Jetzt. Sehe nicht. Ah, okay, schade. Nee, stimmt. Reicht nicht vom Winkel her. Jetzt ist er auch verschwunden. Ich schmeiß ein paar Köder aufs Dach. Achtung, links, auf der Palisade. Hier, einer ist runtergesprungen. Der läuft hier.
Der läuft hier. Jetzt ist er wieder nicht zu sehen. Konzentrieren sich aber auf wen anders anscheinend. Sind jetzt beide links? Ich sehe nur einen gerade, ich weiß nicht, was mit dem anderen ist. Der andere... Hey, den sehe ich gerade nicht. Oh, sehe ich einen. Aber einen habe ich erschossen. Einen habe ich jetzt auch erschossen. Oh, sehr gut, das... Hier läuft aber noch einer, gell? Oben auf der Palisade. Mhm. Er aimt jetzt runter, jetzt pass auf, links, raus, ne? Sehr gut. Wunderschön, wunderschöne Aktion. Oh, hier ist noch einer. Hier ist keiner mehr. Doch, hier ist noch hier einer. Ist keiner mehr, ist weiß. Rot. Ist weiß. Aber der Hinweis ist, rot, der Hinweis ist rot. Ach so, welcher Hinweis? Wo ist der denn? Oder ein Plepp oder was das war? Wo? Da innen drin ist so ein komischer. Seelen-Heini und der brummt. Hä, aber der Boss ist weiß. Der muss irgendwo da dahinter sein, hinter diesem Palisade. Ja, aber der Seelen-Heini ist eigentlich in Range vom Boss, es sei denn, er ist jetzt genau hier dazwischen. Nö, der kann ja auch sein, dass der weiter links steht. Ja, stimmt, ja. Theoretisch. Oh ja, hier, genau. Genau beim Fort Boldenschild. Genau beim Fort Boldenschild. So ein schwarzer Typ mit weißer Maske. Der schleicht sich jetzt hier in dieses Ding. In dieses Häuschen. Jetzt schleicht er über die Palisade. Jetzt geht er wieder ins Häuschen. In das vordere? Hier. Ich weiß nicht, ob du die mal. Genau. Da ist er drin. Ich sehe ihn leider nicht. Der ist rechts vom Häuschen. Oh, der hat hier jemanden aufgehoben. Ach, dann war das der andere Team. Scheiße. Das ist ein anderes Team, ja. Das ist ein anderes Team, leider. Ist der noch in dem Häuschen? Es sind beide im Häuschen, ja. Ist immer noch? Ja. Einer davon ist noch im Häuschen. Sehr schön, sehr schön. Jetzt läuft er weg. Achtung, hier über die Palisade. Tot. Oh gut, sehr gut. Das war seine Kumpanin da, ne? Mhm. Der läuft hier nach links von dir aus gesehen über die Palisade. Immer noch weiter, oder wie? Ja. Ach, jetzt ist er hier, weiter links. Vielleicht hat der... Ich weiß nicht, ob der Sichtkontakt hat zu dir. Das weiß ich nicht. Da sehe ich doch was. Jetzt wirft er. Irgendein Scheiß. Sind gleich die Hunde tot? Sprengt er die Hunde? Ne, der hat nur die Hunde gesprengt. Ne, die leben noch. Dann hat er versagt. So sehe ich leider nichts. Jetzt ist er. Er ist immer noch in dem Haus. Dem Hintern, oder? Genau hier, ganz links. Läuft weiter nach links über die Palisade. Läuft weg. Ja. Dann werde ich mal die Leute durchlooten. Kannst versuchen, ja, ich behalte den mal im Auge. Ich glaube aber, der hat da Sicht drauf, oder? Wenn du da jetzt hochgehst, ich weiß nicht. Werde ich den Kollegen mal anzünden, wenn es geht. Ja, das ist gut. Sehe ich ihn leider nicht mehr gerade. Oh doch, der ist immer noch hier. Guckt aber gerade nicht in deine Richtung, das ist okay. Der hockt da in der Ecke und wartet wahrscheinlich, dass irgendwas passiert. Oh, der hat einen Pfeil und Bogen übrigens. Muss aufpassen. Kommt der noch her oder nicht? Der hockt da immer noch. Von dir aus gesehen nicht im nächsten, sondern im übernächsten. Jetzt läuft er weg. Achtung, hier auf der Palisade! Jetzt ist er runtergesprungen. Jetzt ist er außerhalb. Und läuft in... Ne, der rennt weg. Wie es so aussieht.
Einmal angezündet. Versucht da meinen Vogel wegzuknallen. Wo ist er denn? Hier, rennt weg. Also er ist außerhalb des Forts, ne? Vielleicht so 30 Meter außerhalb des Forts. Mit so einem kleinen Scheißhaus, ne? Da. Versucht meinen Vogel zu erwischen, aber er trifft ihn nicht. Markier nochmal. Was macht er jetzt? Wo ist er denn? Nee, gerade nicht. Ah doch, hier. Ist weiter noch. Da dahinter oder wie? Ja, ja, auf der Straße, außerhalb vom Tor. Läuft nach links, oder? Genau. Er steht da gerade genau unterm Baum, sodass du ihn nicht sehen kannst. Der verschwendet die ganze Munition für meinen Vogel. Hinter dem Hügel, gell? Genau. Das ist ein Hügel und da dahinter. Ich kann versuchen, ihn ein bisschen zu locken. Jetzt sehe ich ihn gerade nicht, warte mal. Wo ist er denn? Ah, da oben, oder? Oder war das ein Blatt? Ach, war ein Blatt, scheiße. Ah, scheiße, ich sehe ihn gerade nicht. Da. Jetzt wird Ausweichen beschäftigt. Oh. Nein! Ich habe ihn zwar gesehen, aber... Ja, mit Fernrohr, hinten. Oh ja, 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 ich sehe ihn. Ja, ja, ja. Kehr mal wieder zurück. Cool. Lass den Vogel sein. Ah, schade. Ja, ich lass ihn halt nochmal bluten. Warte mal, von mir aus gesehen müsste ich da nach links. Wo ist er denn eigentlich? Ich lass ihn mal bluten. Ist ja wurscht. Mhm. So. Wir haben nur noch 9 Minuten. Ja, theoretisch. Du kannst hinten rechts rüber. Rechts rüber kommst du rauf auf die Palisaden. Ich würde ihm fast eher in die Seite fallen, das macht vielleicht mehr Sinn. Aber jeder Schuss killt dich frei sofort. Da ist er. Ja, ich weiß, aber... Ah, schade. Lieber gedämpft schießen. Ein leichtes Ziel, lieber gedämpft schießen. Mit dem ersten Schuss. Ich denke mal, der ist ein leichtes Ziel, ne? Deswegen... Hm. Ziel müsste jetzt bald abbrennen. Ich glaube, der ist weiter rechts rüber gelaufen. Mal wen laufen? Nee. Oh Mann, das war so eine geile Runde bisher. Mhm. Da, nee, scheiße. Ja, das bin ich gerade. Der muss weiter oben sein. Also eher ein Stück weit oben. Da müsste irgendwann lang laufen. Oder ist er schon? Weiß ich nicht. Je nachdem, wie schnell er war. Ich meine, ich kann es auch zur Palisade versuchen. Also, ja, probier's. Oder ganz rechts rum, da gibt es nämlich ein Haus. Da kannst du auf die Palisade raufgehen. Mal kurz hören. Ja, die Idee war eigentlich, ihn hier zu pushen, aber... Ja, du siehst ihn halt nicht mehr. Ja, das ist blöd. Ja, Ja, dann geht vielleicht nicht gleich so. Vielleicht rechnet der auch damit, dass ich jetzt auf die Palisade gehe und aimt das ab einfach nur. Ja, aber von hinten kann er dich nicht sehen, wo ich raufgegangen bin. Ja, das ist unmöglich. Ja, gut, dann probier's da jetzt mal. Nicht, also wo muss ich dann jetzt lang? Nicht, dass auf den Palisaden steht jetzt, gell? Ja, erstmal geradeaus. Muss ich da? Erstmal geradeaus. Da jetzt so links langsam. Oh Gott, noch 6,5 Minuten. Oh. So. Hä? Aber der Boss ist doch noch gar nicht extrahiert. So, ach recht, so, aber... wir sind einfach von Haus aus schon... wir sind schon ewig unterwegs in dieser Runde mal wieder. Na du, was liegt denn da? Ach, da liegt eine Leiche. Wo kommt denn die her? Ich weiß es nicht. Ah. Oh. Ah ja, genau, der wird wahrscheinlich auf den Palisaden sein. Ja, nee, der hat den Kumpel wieder belebt, wenn er es geschafft hat. Schlecht. So, pass auf, dieses Haus, in dem kommst du rauf.
geradeaus. Mhm. Da musst du links unten reingehen, durch die Palisaden durch. Ja, die machen den Zombie, ja. Dann kannst du mich schnell wiederbeleben. Links rein. Hier? Ja, da rein. Und dann gleich rechts durchs Fenster durch. Hier rein? Mhm, da rein. Und dann kannst du rechts durchs Fenster. Das sieht echt null aus. Ja, okay. Da, das habe ich im Vorher kaputt gemacht. Da habe ich wen gesehen, außerhalb vom Haus. Ganz schnell. Die sind nämlich, die könnte ich sehen. Jetzt geduckt laufen. Meinst du? Geduckt laufen. Oder schnell. Lauf ich mal schnell. Ich werd hier eh so hart abgekämmt, sage ich dir, wie es ist. Oh, scheiße. Ja, gut, die verbannen. Doch, schnell, schnell, schnell. Weil jetzt sind sie vielleicht noch nicht im Haus. Spring! Perfekt. Wunderbar, ich danke dir. Bitte, bitte, bitte. Fuck. Ich muss jetzt überlegen, ob wir uns nicht wieder verpissen. Lass mich noch schnell heilen. Halt echt nur einen Balken, ne? Das ist blöd. Ja, also die Chance, dass wir das gewinnen, ist nicht hoch. Der eine hat vielleicht auch nur noch einen Balken. Renn mal zum nächsten Haus. Immer schön Left-Side-Peak ausnutzen. Da habe ich einen gesehen, an der Palisade. An der Palisade? Mhm. Nee, am Steg, am Laufsteg. Ah, der hat sie weggeduckt. Okay. Leider kein... Wir müssen jetzt echt abbauen. Aber wobei der Wir könnten zum Extraktionspunkt gehen. Wollen wir noch auf Vanish warten, ist halt die Frage, ne? Wir können, gehen mal zum Extraktionspunkt. Dann jump ich hier mal runter, ist wurscht. Aber nicht drauf gehen, gell? Ich schau mal, was hier oben ist. Ah. Ja, Heilung, toll. Hoppla hopp. Gut. Geh mal hinten rum. Schade, die Runde war so geil bis jetzt und dann killt mich der mit dem Headshot. Gut, ich habe auch Glück gehabt, weil ich Headshots verteilt habe, aber... Vorsicht, hier kann er drauf sein, gell? Ja. Der Palisadenmann. Mhm. Der Panzermann. Es wird knapp. Ich meine, wir können natürlich auch am Extrieb kämpfen. Das will ich ja. Wenn wir jetzt eh schon da sind, dann lege ich hier nochmal so eine lustige kleine Mine. Weil es geht nämlich gar nicht anders, als hier hinzugehen. Denn... Naja. Ja. Alle anderen sind zu weit weg. Das werden die nicht mehr schaffen. Mir ist es egal. Ja, mir ist egal, wenn ich den Jäger jetzt verliere. Also. Ja, mir ist nicht ganz egal, aber ja. Aber halb egal. Halb egal, ja. So, pass auf. Die werden sehr wahrscheinlich den direkten Weg nehmen. Ah, ich will jetzt nicht extrahieren. So. Ich gehe erstmal hier in Deckung und dann... Ich schätze mal, so. Die werden diese Brücke hier nehmen. Möglich. Naja, genau, nee, richtig, die müssen ja hier durchkommen. Ja? Die haben auch... Achtung, das ist ein Grunt, lass den. Ich lass die auch. Ja, Moment, ich muss die aber killen, sonst laufen die mir in die Stolperfallen rein. Schön ist, wir sehen ja auch genau, von wo sie kommen. Mhm. Die müssen sich jetzt direkt auf den Weg machen, alles andere gibt keinen Sinn. Können wir noch mal ein paar Gemeinheiten hinterlassen? Ja, sie kommen her. Komm. Sie kommen her. Ah, shit, scheiße. Ich hab leider keine... Dingsachen mehr. Keine. Ja. Wir können sie auch direkt zu den Pferden laufen lassen und dann Dynamit werfen. Oh, der Schild, der ist ja da. Die Drecksau. Werfen wir mal ein bisschen Ablenkung.
Wo ist der? Hinter mir. Werf mal Dynamit. Au. Das hat gar nichts gebracht. Wo sind die? Hinter, dahinter. Vorsicht, da ist auch einer. Links von dir. Links von mir? Mhm. Ja, links von dir ist einer. Und rechts. Aber wir blockieren sie gerade, oder? Möglich. Ich weiß nicht, ich bin hinterm... bin außerhalb der Zone. Oh Mann, ich sehe keinen von denen. Vorsicht, der kommt zu dir. Hey, die von kommen wo? Rechts rum. Rechts rum? Mhm. Okay. Nein! Oh nein! Da hinten läuft aber noch einer. Oh Gott! Es hat nur einer extrahiert. Ja, hier ist der. Ich hab ihn getroffen. Jetzt war ich immer drin. Fast tot. Alter. Was hab ich denn? Nein, wieso haben wir... Oh, nö. Wieso haben wir denn extrahiert? Weiß ich nicht. Ich glaube, weil die Zeit auch aus war. Die Zeit war aus. Oh, ich hab ihn... Ach Gott. Ach, schade. Ich hab schon gedacht, die extrahieren hier ohne unser Wissen. Ja, der war fast tot, der eine. Ach Gott, ja. Traurig. Einfach nur traurig. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ach, das war echt schade. Sehr knapp. Ah, das ist ja kein Wunder, dass das so gut ging. Die Tatsache allein, da die noch nicht lange spielen, die Leute. Und nun haben wir auch mal gesehen, was passiert, wenn die Zeit abläuft und man gleichzeitig einen anderen Spieler blockiert beim Extraktionspunkt. Alle zusammen extrahieren, ohne dass sie den Jäger verlieren. Was eigentlich auch ganz interessant ist, da normalerweise ja der Extraktionspunkt blockiert ist. Nun denn, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios.